Einen wunderschönen guten Morgen aus Le Port in La Réunion und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind heute Morgen in Le Port in La Réunion angekommen und haben heute einen Mietwagen gebucht, also beziehungsweise wir sind 2 Tage in La Réunion, heute und morgen, und wir haben uns sowohl für heute als auch für morgen den Mietwagen gebucht. Wir haben das über billiger-mietwagen.de und der Anbieter genau heißt Budget. Das soll auch direkt hier am Hafen sein, also wir müssen da nicht irgendwie noch groß durch La Réunion fahren, um überhaupt erstmal an unser Mietwagen zu kommen. Das ist auch ganz gut so, weil es tatsächlich auf La Réunion etwas schwierig ist, überhaupt ein Taxi zu bekommen. Es ist wohl so, dass es hier allgemein sehr wenig Taxen gibt und die Taxen, die es gibt, die sind dann meistens dann auch noch als Krankentransport verwendet oder als Schultransport. Also das ist wohl hier sehr kreativ, wie die Taxen eingesetzt werden. Von daher ist es wahrscheinlich besser, wenn ihr euch einen Mietwagen bucht, dann zu schauen, dass es ein Anbieter in der Nähe vom Hafen ist. Genau, ansonsten, wir haben uns eine Route zusammengesucht, was wir alles gerne sehen möchten. Aber ich würde sagen, da melden wir uns immer an den einzelnen Punkten wieder und erklären vielleicht ein bisschen was dazu. Und genau, machen uns dann jetzt gleich auf den Weg. Und, was ich noch sagen wollte, genau, wir waren heute Morgen im Belladonna Restaurant frühstücken. Das ist auch ganz interessant für diejenigen von euch, die vielleicht kein Gluten vertragen oder vegan sind, weil dort gibt es auch eine komplette Bar, die nur vegane Käsesorten zum Beispiel auch hat. Und genau, das wäre dann vielleicht auch noch ein guter Tipp für euch. Von daher machen wir uns jetzt fertig und schauen mal, wie das Ganze jetzt funktioniert, auch mit dem Reisepass. Also das ist ja hier mit den Formalitäten, obwohl es ein Departement von Frankreich ist, ist es anscheinend trotzdem nicht so, dass man sagen kann, Frankreich ist EU, hier ist alles einfach, sondern es muss von den Formalitäten doch ein bisschen komplizierter sein. Deswegen haben wir auch gestern unseren Reisepass wieder abholen müssen, weil ansonsten können wir gar nicht von Bord gehen. Genau, aber wir probieren das jetzt aus und werden euch Rückmeldung geben und sehen uns dann beim nächsten Stop. Thank you.
Willkommen zurück zum abendlichen Kabinengruß. Ja, der erste Tag von 2 in La Réunion ist so gut wie rum. Wir hatten einen sehr schönen ersten Tag. Das Wetter war jetzt tatsächlich nicht perfekt. Also wir hatten immer wieder mal so kleine Regenschauer mit drin. Deswegen war es auch unheimlich schwül. Also wir hatten so um die 30 Grad und Regen war tatsächlich ein bisschen anstrengend vom Wetter, aber wenn man sich hier die Natur anguckt und wie grün alles ist, macht das Ganze Sinn, dass hier das Wetter so ist, wie es ist, weil die Natur ist wirklich atemberaubend. Also solche Farben sieht man selten und auch der Dschungel, also dieser Regenwald, das ist alles so nah, auch bei den Straßen. Wir haben uns, wie heute Morgen erwähnt, ein Auto gemietet für die 2 Tage, wo wir hier sind. Ein kleiner Tipp hier noch, seid früh genug dran, da habe ich aber heute Morgen ja schon drauf hingewiesen. Was auch noch ganz interessant zu wissen ist, man hat hier europäisches Netz, also es ist ja ein französisches Departement und deswegen hat man auch europäisches Netz. Von der Größe fanden wir das auch sehr interessant, ist es nämlich so, dass La Réunion tatsächlich ungefähr so groß ist wie das Saarland. Also von daher ist eine sehr kleine, beschauliche Insel, aber das bricht nichts vom Charme ab. Also die hat uns wirklich sehr gut gefallen. Was auch noch ziemlich interessant ist, finde ich, ist, dass 40% der Insel Weltnaturerbe ist. Also ja, ihr könnt euch das ja mal ansehen, wenn ihr vor Ort seid. Dann werdet ihr bestimmt verstehen, was ich meine, beziehungsweise wird es auch hoffentlich aus dem Vlog hervorgehen, wie wunderschön hier die Natur und die Landschaft ist. Wir wollten uns zunächst einen Wasserfall ansehen, der hieß irgendwas mit Wasserfall Niagara, so ähnlich. Ich werde es hier unten nochmal einblenden. Da war es allerdings sehr spannend, weil wir standen vor der Straße, die war zu und dann dachten wir, okay, schauen wir mal nach, was da ist. Und da war einfach die Straße weg. Also man hätte da auch definitiv nicht weiterfahren können. Also dort, wo die Straße war, war jetzt ein Fluss. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob das noch Auswirkungen von dem Zyklon sind. Nur, dass ihr dort Bescheid wisst, wenn ihr in nächster Zeit diesen Wasserfall besuchen möchtet. Das ist momentan nicht drin. Wir sind dann weiter zu einem Wasserfall. Ich werde hier unten einblenden, wie der heißt, weil ich kann es leider nicht aussprechen. Das war auch wirklich, wirklich schön dort. Also es waren auch kaum Menschen dort. Und dann sind wir weitergefahren nach Grand Brûlé. Das ist ein Lavastrom, also das ist eine Straße, die praktisch durch den Lavastrom führt, weil La Réunion ist eine Vulkaninsel und das sieht man wirklich an allen Ecken. Also diese Lavaströme, das war auch wirklich sehr beeindruckend. Das war so breit und so groß, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Danach sind wir weitergefahren zum Wasserfall Grand Galet.
Das war eine sehr abenteuerliche Fahrt. Also ich dachte, wir haben schon steile Straßen in Norwegen gesehen. Dem ist nicht so. La Réunion kann noch steiler. Das war wirklich teilweise, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Steigung das war. Es war aber sehr aufregend, sagen wir es so. Ja, also es war wirklich, es war so eine kurze Strecke von, weiß nicht, 200, 300, 400 Meter, wo es wirklich richtig, richtig steil nach oben ging. Und das war dann so, so Haarnadelkurven. Also man konnte dann auch tatsächlich nicht sehen, wie sieht es jetzt auf der anderen Seite aus. Und es war dann ein bisschen nass, ein bisschen schmierig und ja, mit Reifen durchdrehen und so. War abenteuerlich, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, dort hochzufahren. Also auch der Grand Galet war wirklich atemberaubend schön. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr dort hinfahren möchtet, dass es einen Teilabschnitt der Strecke gibt, der etwas schwieriger zu fahren ist, sagen wir mal so. Auch noch vielleicht interessant zu wissen ist, dass in Euro bezahlt wird. Also hier gibt es wie bei uns einfach Euro. Das heißt, ihr braucht auch nicht irgendwie was zu tauschen an Geld. Ihr könnt ganz einfach in Euro bezahlen. Genau, ich schaue die ganze Zeit nach unten, weil ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, das, was ich euch unbedingt erzählen wollte. Ah, es gab noch eine Sache, genau, das fanden wir auch ganz witzig. Wir sind eine Straße lang gefahren und dann stand auf einmal ein Mensch mit einem grünen Schild in der Hand vor uns. Und das war die Alternative zur Ampel anscheinend. Also wenn er das grüne Schild hochhält, durfte man fahren. Und wenn das rote Schild da war, dann musste man stehen bleiben. Also wenn ihr auf La Réunion seid und seht diese witzigen Ampelmännchen, dann ja, wisst ihr jetzt auch Bescheid. Es war ganz niedlich, sich das mal anzusehen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar, wenn ihr vorhabt, in La Réunion einen Strand zu besuchen, passt da bitte ein bisschen auf mit ins Wasser gehen, beziehungsweise geht nur dort ins Wasser, wo das auch erlaubt ist und keine Haiwarnungen sich dort befinden, weil in La Réunion ist es tatsächlich so, dass es hier sehr, sehr viele Haiangriffe gibt auf Menschen. Von daher sollte man dort auf jeden Fall etwas aufpassen. Wir haben auch gelesen, es gibt hier die hochgefährlichen Steinfische. Also von daher, wenn ihr vorhabt, ins Wasser zu gehen, habt das bitte immer im Hinterkopf, beziehungsweise versichert euch vorher, dass man auch an dieser Stelle tatsächlich ins Wasser gehen kann und darf und dass es sicher ist. Genau, so viel von mir, und wir gehen jetzt mal noch fix was essen, weil wir haben Hunger, und schauen mal, was der Abend noch so bringt. Und dann sehen wir uns sehr gerne morgen wieder, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, und wir sehen uns. Bis dann!